Und damit willkommen zurück zu Outland hier in der Stadt. So, wofür habe ich denn diesen neutralen Schlag, der allen Gegnern Schaden zufügt, wenn nicht für genau solche Situationen, in denen ich zwei verschiedenfarbigen Gegnern gegenüberstehe? Wenn ich das richtig sehe. Moment, was? War da gerade eine Bombe? Die bin her. Ach, diese Viecher schmeißen Bomben, okay. Wenn ich das aber richtig sehe. Genau, kann ich hier runter? Hab ich's doch richtig erkannt. Hehe. So, da drüben liegt noch ein Herz. Das brauche ich aber gerade nicht. Okay, das sieht ja interessant aus. Da links oben ist genau gar nichts. Ich kann ihre eigenen Waffen gegen sie benutzen. Und vor allem auch gegen diese Gegner hier. Das hätte ich mal vielleicht gebrauchen können. Da unten, ne? Gegen diese... Ist schon diese seltsamen Gegner, die ich nicht hochschleudern kann und nicht blocken kann. Naja, das heißt seltsam. Mächtig. Stark. Wieso? Ja. Hey. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Kommt man da überhaupt durch, ohne Schaden zu kriegen? Jetzt mal ernsthaft. Wie soll das denn gehen? Ah, muss ich vielleicht gerade ab den Wechsel in der Mitte abwarten? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Autsch, das geht ja schnell. Ja, auch noch einer. Geh weg. So. Jetzt einmal blau und dann wieder rot. Und dann bin ich immerhin mal davon weg. Das ist ja dämlich ist das. Um nicht zu sagen, bescheuert. Und das? Verdammt. Voll daneben. Und er hat ein Schild. Und ein Herz für mich. Was? Achso, der ist blau, natürlich. Yikes. Ich wollte noch unter das schützende Dach, aber dann war der Gegner im Weg. Aha, und hat mich geblockt. Das Gemeine ist ja, ich habe niemanden, der nicht sauer sein kann, weil ich habe ihn ja selber dahin geschmissen. Moment, aber das hätte ich dann doch gerne. Das Herz. Und eine neue Fähigkeit. Eine Strahlattacke machen, die Energie kostet. Dazu muss ich das hier tun. Wow, und ich kann sie drehen. Genial. Was?
Also ich muss ja sagen, das gefällt mir. Fühlt sich auf jeden Fall mächtig an. Vielleicht täuscht es auch ein bisschen, aber keine Ahnung, fühlt sich mächtig an. Ich fülle mal eben auf, ne? Damit ich hier genug habe. Da bin ich gespannt. Autsch! Ja. Ah! Schon wieder so einer. Nimm das, du Qualle. Wobei, Qualle ist ja eigentlich der andere Gegner da oben drüber zutreffender beschrieben. Nimm das, du Lump. So, wo muss ich denn hin? Hier drüben gibt's noch irgendwas. Oh, danke, dass du mir das Herz freigesprengt hast. Das ist ja aber lieb von dir. Dafür spreng ich dich. Mist! Ach, guck mal, das reicht zeitlich gerade hier. Ne? Ich kann sogar zweimal wechseln. Aber ich glaube nicht, dass ich in den kurzen Intervallen was Sinnvolles hinkriege. Aber es reicht tatsächlich, von der blauen Plattform abzuspringen, sich rot zu machen, rot ein, zweimal zuzuschlagen und dann wieder zurückzuwechseln. Ja, das hatte ich befürchtet, dass er da sein Schild benutzt. Komm mal her, hau mal drauf. Ernsthaft? In einem Schlag habe ich ihn nicht direkt reingekriegt. So, jetzt will ich aber doch mal wissen, was sich da oben versteckt. Da bin ich dann doch mal neugierig. Ach so, einfach nur ein bisschen Geld. Naja, egal, Geld ist gut. Damit kann ich mir Leben und Energie kaufen. Ja! Apropos Leben, ne? Moment. Bevor das aufgrund der aktuellen Nullzinspolitik und der Inflation wertlos wird, dieses Geld, schnappe ich mir jetzt mal eben. Hier nicht rüber. Na, jetzt bleib mal stehen. Na, natürlich wechselt er die Farbe. Hä? Warum habe ich jetzt die Plattform nicht gekriegt? Ich habe doch meine Farbe gewechselt. Der wechselt gar nicht die Farbe. Okay. Nein, ich wollte erst springen. Siehst du? Hat geklappt. Hat geklappt. Das Geld lasse ich jetzt einfach mal Geld sein. Jetzt komme ich erstmal ab. Das war. Autsch. Ein Koordinationsproblem. Der feinsten Klasse. Hä? Hä? Der hat Strom. Wie gemein. Na, aber da kann ich doch ein Gegenmittel. Ziemlich gutes sogar. Denn ich muss den ja nicht mal anfassen damit. Haha. Okay. Ich hänge hier an der Leiter. Oh.
Nein! Ach, komm schon, ich habe gerade gewechselt. Wie gemein. Ich mache erstmal den hier weg. Ich habe jetzt noch einen, den ich umschlagen muss, da unten. So. Hat er gerade die Farbe gewechselt? Nee, hat er nicht, ne? Oh Mann. Hast du wenigstens ein Herz für mich? Ja, hast du, immerhin. Okay, also auf den blauen bin ich sicher. Ich sagte auf den blauen, nicht unter den blauen. Auf den blauen bin ich sicher, weil dann blau von oben kommt. Auf den roten bin ich nicht sicher, weil blau von oben kommt. Aber gut, ich hab's geschafft. Yay, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter auf dem Marktplatz. Bis dahin.